Willkommen zum 13. Türchen des YouTuber Adventskalenders. Und ich nehme euch heute in meinem Gästchen mit auf eine kleine Tour durch Wiens Adventmärkte. Der Christkindlmarkt in Schönbrunn ist wunderschön, no name jetzt. Er ist auch schön eben zu fahren. Das Einzige, was ein bisschen mich stört, ist das Kopfsteinpflaster, aber das gehört eben dazu. Problem sind wirklich die Toiletten, denn da es werden zwei Toiletten angezeigt, man findet aber nur eine und man muss wissen, wo die ist. Das heißt, wenn es wirklich dringend ist, sich vorher informieren, wo die barrierefreie Toilette ist. Denn die ist beim Besucherzentrum und man kann auch von außen rein. Es ist wirklich sehr verwirrend. Aber die Toilette an sich ist sehr groß und ich glaube funktionstüchtig. Und ich empfehle euch, schaut zuerst, wo die Toilette ist und geht dann Punsch trinken. Der Adventmarkt im Schloss Neugebäude sieht jetzt von außen nicht so spannend aus, muss aber dazu sagen, ich war dort schon am Nachmittag, kurz nachdem er aufgesperrt hat. Und der Außenbereich ist jetzt vielleicht nicht so aufregend, aber alles, was sich innerhalb des Schlosses abspielt, ist der Wahnsinn. Ich fand die ganzen handwerklichen Sachen am allerschönsten von allen Adventmärkten. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich diesen Adventmarkt anzuschauen. Was die Toilette betrifft, so die Außentoilette, da habe ich ja gesehen, da steht ein Aufsteller drin, oder zwei sogar. Die wurden weggeräumt, nachdem ich die Leute aufmerksam gemacht habe. Und die Toiletten im Schloss selbst, die sind super fein. Also wirklich, gibt es gar nichts zu meckern. Der Adventmarkt Schloss Neugebäude ist ein heißer Tipp von mir. Das Weihnachtsdorf Maria Theresienplatz ist natürlich wunderschön. Zwischen Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum. Super nette Standeln. Tollen Weihnachtskrimskrams findet man dort. Was mich an diesem Markt allerdings gestört hat, war die WC-Situation. Die war nämlich ziemlich bescheiden. Man muss warten vor der WC-Anlage, bis dich einer der Mitarbeiter sieht, dann sperrt er die komische Tür auf, dann muss er mit dir zum WC vorgehen
und dass wir sie extra aufsperren. Und das ist echt mühsam, wenn es wirklich dringend ist. Außerdem ist das barrierefreie WC ein Dixi-Klo und das steht wild schief. Also nicht sehr cool, muss man sagen. Die 48er machen da einen wesentlich besseren Job. Der Adventmarkt am Karlsplatz ist meiner Meinung nach nicht nur wegen seines Kunsthandwerks ein ganz besonderer. Nein, die MA48 hat sich auch nicht lumpen lassen und ein pipifeines barrierefreies WC hingestellt. Einen Tip-Top-Container, alles vom Feinsten. Für mich die beste WC-Situation in allen von mir getesteten Adventmärkten. Darum mein Tipp für gutes Handwerk und leckeren Punsch, Karlsplatz. Check it out. So, das war mein Rundgang durch die Adwiner Advent- und Christkindlmärkte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Und wenn ihr die ersten 12 Kasteln unseres Adventskalenders noch nicht gesehen habt, unten in der Videobeschreibung ist die Playliste mit allen Kästchen. Die wird auch regelmäßig erweitert, sodass ihr dann die anderen, die kommenden, noch sehen könnt. Schaut bei den anderen Kollegen vorbei und Kolleginnen, gebt ihnen auch einen Daumen hoch, wenn euch da der Kalender gefallen hat. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin frohe Weihnachten und ich sag schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Baba.